Leute, das Ding scheint durch zu sein, der Durchbruch. Matthias Tell kommt zum FC Bayern und das unter 30 Millionen. Man kann wieder nur sagen, Chapeau, Brazzo. In Frankreich wurde lange berichtet, es soll 40 Millionen im Gespräch sein und es wurde scheinbar wirklich 30 Millionen inklusive der Boni, sprich mit Bonuszahlungen kommt man sogar unter 30 Millionen. Also da werden die Zahlen noch rauskommen, denke ich. Aber so um den Dreh rum wird es sein, Leute, ein richtig geiles Ding. Tell wird als Perspektivspieler geholt und langfristig für Sturmzentrum geplant. Er wird mit der ersten Mannschaft auf jeden Fall trainieren. Er ist ein riesengroßes Talent. Man hat natürlich nicht viel von ihm gesehen. Er ist gerade mal 17 Jahre alt, Leute. Er ist Europameister mit Frankreich geworden in der U-Mannschaft. Und jetzt müssen wir einfach sagen, er wird oft mit Kylian Mbappé verglichen. Ja, wir hoffen drauf, dass es so ist. Garantieren können wir es nicht. Ich wünsche ihm das Beste. Er muss was drauf haben. Er wird mit der ersten trainieren und auch seine Einsatzzeiten bekommen. Er wird wahrscheinlich nicht sofort spielen, Leute, dafür. Wir werden wohl mit zwei Spitzen am Anfang spielen, aber Matthijs Tell wird Einsatzzeit bekommen. Ich bin sehr heiß auf diesen Transfer. Ich bin sehr gespannt. Coman hat auch schon von ihm geschwärmt. Also Leute, heiß sein. Was denkt ihr drüber? Wird dieser Mann einschlagen? Wird er diese Saison schon viel spielen? Schreibt es in die Kommentare. Ich bin richtig heiß. Ich freue mich drauf. Scheint ein richtig geiler Kicker zu sein. Wir hätten jetzt noch ein bisschen auf die Leistungsdaten gucken können. Ja komm, was soll's, schauen wir mal schnell der rein. Der junge Bursche trägt die Trikotnummer 39 bei Stadren, war jetzt auch für die erste Mannschaft geplant, hat einen Marktwert von 2 Millionen, der wird jetzt nochmal richtig hochgehen. 17 Jahre alt, 1,83 Meter, Rechtsfuß und 9 U17 Länderspiele. Schauen wir mal auf die Leistungsdaten, Leute, was wir sehen. 33 Einsätze, 19 Tore und 2 Assists in 1852 Spielminuten. Er war der Kapitän der U17-Mannschaft Frankreichs, also auch mit einem guten Charakter ausgestattet. Hier sehen wir, Freundschaftsspiele, 7 Spiele, 5 Tore, 1 Assist. Na, in der Ligue 1 7 Spiele, aber nur 49 Minuten gespielt, also nur wirklich kurz eingewechselt worden. Na, da hat er aber auch schon Erfahrungen gesammelt. Ansonsten sind wir in der National 3. Bretagne, 6 Spiele, 6 Tore. Sehr, sehr effektiv in der U17 Frankreich, 6 Spiele, 3 Tore, 1 Assist, wieder stark. Ne, Conference League hat er 15 Minuten gespielt, auch ein bisschen internationale Erfahrung schnuppern dürfen. Und in der Coupa Gambardella, schwer auszusprechen, 2 Spiele, 3 Tore, U17 EM-Qualifikation, 2 Spiele, 2 Tore. Also ihr seht schon, dieser Mann hat schon ordentlich gespielt und ein bisschen Erfahrung bei den Profis schnuppern dürfen. Also das Ding ist durch und wird wohl in den nächsten Tagen auch offiziell bestätigt. Wahrscheinlich schon morgen. Gehe ich mal davon aus, so 100% eigentlich. Na Leute, also, wenn es euch gefallen hat, das Video, gerne mal ein Abo da lassen, Daumen hoch, da freue ich mich wirklich sehr drüber. Ich habe erst mit dem ganzen Zeug angefangen. Ansonsten sieht man sich hoffentlich bei Spieltaganalysen und Spieletipps, Spieltagtipps der ersten Bundesliga. Euer Dennis. Was denkt ihr über den Transfer? Wir hören uns. Chapeau, Brazzo. Ciao.